Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 16.06.2020. Und unser DAX, Sie erinnern sich noch an das Bild von gestern? Ne? DAX ein bisschen anschieben und dann kann er viel Spaß haben. Also, ich glaube, für die meisten dürfte sich das eher so angefühlt haben, wie das hier auf dem Bild zu sehen ist. Es waren ja so viele direkt zum Open so negativ gestimmt. Also, da habe ich mich ja sogar raus bemüht und mal was auch gesagt, mal was im Chat auch geschrieben, ne? Weil die Erwartungen hier extrem negativ war. Ne? Also der ist reingekommen, der ist hier reingekommen, direkt unten im Tief und nach gut 350 Punkten und auf Gap Close haben nicht viele gezielt halt. Ne? Und plötzlich alle heiß und bis 11.000 und 10.5 und nach und wo können wir nicht alle hin? Und ja, was hat der DAX gemacht? Er hat sich dann das Geld geholt, was er hier holen konnte. Ne? Letztendlich die US-Indizes auch. Das hier unten war wirklich von massiv Short und ich bin hier drin, ne, ab der ersten grünen Stundenkerze wurde ich eigentlich zugeschüttet von wegen, ja, und ich gehe jetzt hier Short und da habe ich dann schon immer mehr Bedenken bekommen, dass der hier auch ein bisschen weiterlaufen kann, dass er am Ende so hoch geht, hätte ich zwar nicht gedacht, aber auch wenn wir uns mal an das Video einfach von gestern an das Video von gestern erinnern. Was haben wir denn gesagt? Wir haben gesagt, hier unten einfach mal kurz noch ein schnelles Tief, das kann er schnell machen. Hier unten 6,50, einfach nochmal reinstechen, dann wieder nach oben zucken. Dann hat er getan halt, ne? Also viel mehr war das nicht. Hier drunter hat er nicht geschlossen, 6,20, die hat er nicht gebrochen gekriegt nach unten. Von daher, da ist nichts angebrannt, jetzt einfach wieder hochgelaufen. Ich meine, gut, oben ein bisschen viel. Da werden ihm einfach zu viele hier auch auf den Gap Close einfach nur Short gerannt sein, Short reingerannt sein. Deswegen bin ich so gespannt, was zum Dienstag kommt. Also, mich würde das nicht wundern, wenn wir das Gleiche jetzt nochmal in die andere Richtung kriegen. Jetzt, wo die Leute vielleicht ein bisschen überzeugt sind. Dafür muss er sie natürlich erstmal noch gewinnen für den Kampf. Das kann passieren, indem wir vielleicht positiv reinstarten und dann zurücklaufen. Dass wir nochmal ganz so tief gehen. Ja, jetzt ein bisschen vermessen, das wäre ein bisschen. Ich will nicht sagen, es wäre arrogant, aber jetzt sind sie stehen zu sagen, er macht es komplett zurück, aber na, komm mal, Pfeil, der soll noch dahin, wo er hin soll. Dass das hier, weil das war erwartet worden, das ist gekommen. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir hier noch vielleicht sowas sehen. Hier oben mal rankratzen halt, ne? Nochmal einen kleinen Stoß zum Dienstag drüber, über die ganzen Dinger, dass man auch die letzten da noch rausruft, die Shorts sind. Und dann vielleicht erstmal schon wieder zurückgeht. Das kann, im ersten sollte man den 900er-Bereich ein bisschen im Blick haben. 900, 29. Da kommt jetzt auch das mittlere Band. Ist ein bisschen Unterstützung. Das kann erstmal gut wirken. Ansonsten eher aber Richtung 830 nochmal hier ein bisschen zur Seite. Da haben wir auch gestern gesagt, ne, so zwischen 12.000, ne, 12.150, 800 einfach so ein bisschen zur Seite pendeln. Das ist durchaus eine Option. Das ist durchaus legitim auch. Und von daher. Also ich bin gar nicht so angetan. Ne? Haben ganz viele geschrieben, boah, wo kommt hier so viel Stärke her? Wo kommt so viel Stärke hier unten? Waren alle total überzeugt davon, dass der auch richtig weit fällt. Hier oben waren alle plötzlich von Stärke und Stärke und ach und fett und ich muss jetzt hier long rein. Also für mich würde es fast passen, wenn wir jetzt wieder zum Dienstag. Ich fände es passend. Wenn es wieder zurückläuft, dann hat die Leute eigentlich schön vorgeführt halt. Ne? Steht am Ende wieder hier unten. Sind viel weniger Short drin als noch davor und dann passt das auch wieder für ihn halt, ne? So, also das ist meine Erwartungshaltung. Oben muss ich aber trotzdem sagen, eine Umkehr möchte ich schon sehen halt, ne? Also ich würde nicht sagen, okay, wir gehen jetzt einfach blind Dienstag früh in die Eröffnung Short rein. Das ist halt auch ein bisschen Risiko, weil wir kriegen haben schon stark, also gucken Sie mal, was er gemacht hat. Vom Tagestief bis zum Tageshoch, es ist schon ordentlich Strecke, auch wenn ich sie nicht besonders druckvoll, kraftvoll empfand. Es war immer so ein langsames Hochgleiten. Es wirkte eigentlich wie, als lässt man ihn bis zu diesem Gap-Close da hoch und dann wieder abfallen. Er hat nur halt hinten raus noch diese Fettkerze da gesetzt. Aber auch da ist jetzt nicht so richtig die Kaufpanik aufgekommen. Also ich bin gespannt, was das jetzt hier zum Dienstag noch wird. Ich würd eher schon unten noch vermuten, noch mal ein bisschen tiefer vermuten. Würde mich gar nicht mal wundern, wenn er vielleicht einen Abwärtsgap bringt. Aber das sind so Sachen, die will ich halt auch erstmal sehen. Da würde ich jetzt nicht direkt reingehen. Sollte der einen Aufwärtsgap bringen und sich auch hier über die ja, 1,50, 1,70 noch drüber stellen, dann kriegt er nämlich auch gute Fenster nach oben raus, loszulaufen halt. Und loszulaufen heißt Richtung 4,60 im ersten. Im zweiten dann vielleicht sogar hier oben Gap Close. Was hat die oben offen stehen lassen? Die paar Punkte da. Es ist ja noch
noch offen, 9,24 oder sowas. Na, also wenn er hier drüber geht, so die Schwelle hier, wo auch der Supertrend liegt, 12,15, 12,70, das ist schon markant. Ne, darüber muss man im Grunde mit 3,30 rechnen, darüber muss man mit 4,65 rechnen und in dem Sinne wäre das dann tatsächlich auch weiter ein Long-Kandidat, auch wenn hier natürlich ein Rücklauf jetzt auch mal überfällig ist und ich denke schon, dass er kommt. Aber trotzdem aufmerksam bleiben. Denken Sie dran, hier sind viele überrascht worden, sind sehr wahrscheinlich auch ganz viele noch short drinne, die hier total überzeugt waren. Für mich gefühlt sind ganz viele hinten raus dann schon wieder rausgegangen, auch auf die Long-Seite übergewechselt. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er runterkickelt. Aber ich glaube, wenn er so ein kleines Aufwärtsgap reinbringt, dann werden auch viele auflösen, die nächsten wieder short reinhauen. Also ein Aufwärtsgap wäre schon eher indikativ für nochmal oben weiter raus. Kommt da relativ unverändert, macht gleich das Gap relativ schnell zu, zuckt mal kurz nach oben, könnte ich mir vorstellen, wenn dann eine Umkehr reinkommt, dass wir bis 8,30 zurückgehen, drückte direkt nach unten, glaube ich sogar, dass wir unter die 8,30 nochmal gehen könnten, vielleicht so sogar in den Bereich um 7,50 nochmal gehen könnten, also wenn er mit dem Abwärtsgap reinkommt und das auch offen lässt. Ja, und von daher, das soweit erstmal jetzt hier der Blick auf das Fenster. Trotzdem oben ein bisschen den Trigger im Blick behalten. Wir werden nämlich gleich einen Tageschart gucken. Diese Kerze, die kann einfach nur fulminant stark nach oben aussehen. Und wenn er das natürlich jetzt weiter nach oben bedient, entsteht da schon nochmal Potenzial. Auch nochmal Potenzial, so eine Bewegung nochmal nach oben zu stellen. Na? Also, wir können es gerne mal machen. Ich würde den 2-Stunden-Chart hiermit schließen. Ich denke, man kann das schön abstecken. Eigentlich sind markante Bereiche, sind markante Zonen, die hier relevant sind und wichtig. Da können Sie erstmal gut was mit anfangen. Hoffe ich doch. Gut, Tageschart, ja, und genau das hat man hier schon auf der 2-Stunden-Ebene erahnen können. Das ist halt eine lange grüne Kerze. Sie ist letztendlich, wenn wir es mal ganz platt betrachten, was haben wir geschafft? Wir sind 50 Punkte höher als am Vortag. Ne? Aber auch wenn man anguckt, er hat ja unten einen Ausbruch versucht und der ist nicht gelungen halt. Ein gescheiterter Ausbruch unten, das ist immer so eine Sache, der fordert oft einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite dann nach sich. Und Ausbruchsversuch oberhalb wäre tatsächlich sogar erst im Bereich um 300 dann relevant. Ja, also das sieht ein bisschen nach Konter aus. Das ist eine interessante Kerzenformation. Ich weiß nicht, gibt es dafür was? Gibt es dafür was? Das sieht schon interessant aus. Also, die sind ja nur wirklich fast gleich lang. Ne? Die Kerzenkörper hier grün sind versetzt. Dazwischen ein Doji. Also, das sieht schon interessant aus. Ne? Können Sie mal in die Kommentare reinschreiben, falls Sie dazu was kennen. Mir sagt es jetzt so nichts. Boah, das sieht nett aus. Also, da kann man vielleicht mal einen Namen für geben. Ha? Muss man beobachten, was er da jetzt draus macht. Also, das sieht schon nach einem bullischen Konter aus halt. Ne? Richtung 12, 8, 50. 13.000, sieht schon ein bisschen aus, aber ich würde noch nicht, also so, ich würde jetzt erstmal gucken, wie der Dienstagvormittag anläuft. Darum, wie er am Dienstagmittag sich schlägt. Also mich würde das nicht wundern, wenn wir zum Mittag, Dienstagmittag schon wieder an der 11.900 stehen halt. Ne? Aber wir gucken. Wir gucken, wie er reinkommt. Wir gucken, wenn er ein Aufwärtsgap reinkommt, ich glaube, dann kriegt er sogar relativ leicht sich. Bestimmt sogar eine 4,65 sich aus dem Ärmel geschüttelt am Dienstag. Ja. Also, wenn er dann nach oben drückt, ich glaube, der hat die Leute halt überrascht halt, ne? Die sind alle so unten aufgesprungen hier auf den. Die wollten alle short da unten halt, ne? Wollten den alle richtig tief und weit und lang und sind so viele, die da gleich früh gesagt haben, ach, für mich ist das hier super negativ, das ist jetzt meine Chance, hier gehe ich mit, das ist Schwäche. Das Riesengap völlig ignoriert und ich bin mal gespannt. Also für mich trotzdem ist es primär ein Gap-Close gewesen mit kleinem Überschuss von der Fed. Wenn er den relativ schnell wieder abgebaut bekommt, glaube ich, läuft er auch wieder zurück. Denke ich schon. Und dann kriegt man hier vielleicht ein Dreieck zur Seite bis zum Verfall. Gut und gerne bis zum Verfall. Ne, könnte ich mir gut vorstellen. Also einfach hier jetzt sich eineiert und dann hinterm Verfall nochmal wegklackt. Das fände ich passend. Aber wenn der oben rausschiebt und drückt und auch hier, passen Sie da auf. Ne? Der steht so schnell wieder an der 460, steht so schnell auch wieder hier oben. Muss man einfach aufpassen halt. Ne? Hier ist das offene Gap da um 500 rum. So schnell erreichbar, wenn er oben richtig raus liefert, weil es Überraschungsmomentum da ist, okay? Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite schon wieder sein für heute. Seminar hatte ich jetzt gestern gesagt.
Ich habe alle Mails bekommen, also das vielleicht vorweg gleich, denke ich doch zumindest. Es ist nicht am 26., 27., ein Wochenende vorher, am 19., 20. Sind soweit auch, glaube ich, alle Plätze schon belegt. Also, wenn die alle jetzt zusagen, die angefragt haben, muss ich wahrscheinlich sogar noch auslosen, wie die letzten reinkommen. Wer noch Interesse hat, sie können gerne eine Mail schicken, aber machen Sie sich nicht mehr große, viele Hoffnung. Dafür haben jetzt doch dann schon relativ viele angefragt. Wenn dann nochmal was sein sollte, frei werden sollte, kann ich ja auch nochmal Bescheid geben, aber stand jetzt sieht es erstmal so aus. Also für alle die, die mir geschrieben haben, am 19.20. ihr bekommt morgen, also ihr bekommt am Dienstag von mir nochmal eine Mail, wie genau. Und ja, da bin ich jetzt heute noch nicht dazu gekommen. So, dann haben wir das auch geklärt. Analyse haben wir zu, Tagesstart haben wir geguckt, 2 Stunden haben wir geguckt, von daher. Ich wünsche euch was. Macht's hübsch. Bis morgen.